herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es ganz speziell, weil heute schrauben wir auswärts. Wir gehen heute rüber zu unserem Volkswagen-Partner und wollen da mal ein 500.000 Euro Auto schrauben. Ha, ihr habt richtig gehört, ich muss mal gucken, ob die Türe hier richtig zugeht. Ein 500.000 Euro Auto schrauben wir jetzt bei VW. Ist eine absolute Premiere, weil, haben wir schon mal ein Video gedreht, wo wir auswärts schrauben? Nee, ich glaube nicht. Definitiv nicht. Das ist sowieso eins der... Prinzip sind das Premiere-Wochen, weil, jetzt müssen wir mal sputen, nächste Woche gibt es was ganz Spezielles. Im Rahmen des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring, da bin ich vor Ort im alten Fahrerlager. Ich glaube, das ist 26. bis 29. Und da wird es eine kleine Premiere geben. Also wer Lust und Zeit hat, kann da mit Sicherheit auch mal vorbeikommen. 26. bis 28. Genau. Ja, wie gesagt, da gibt es eine Premiere. Genauso wie das jetzt hier eine Premiere ist. Wir gehen jetzt durch den Hintereingang rein. Und der Axel ist schon fleißig. Das ist also nur Premieren jetzt. Wirklich nur Premieren jetzt. Aber wenn man jetzt mal so guckt, hier Hintereingang bei VW, ne? Guck mal, die Volkswagen-Fahrer, die lassen das auch schon mächtig krachen hier, oder? Wenn man mal so guckt. Flotte Kundschaft, die Kollegen hier. Jetzt sind wir in der Volkswagen-Transporter-Abteilung. Und guck mal, was da oben steht. Maybach V12 Biturbo, 6,20 Meter Länge, 2,9 Tonnen Leergewicht, 550 PS und ja, alles ist Superlative an diesem Auto. An diesem Auto ist alles Superlative. Mal eben Reifen kaufen? No way. Ersatzteile kriegen? Nicht ganz so einfach. Einen Schrauber dafür zu finden? Nicht wirklich einfach. Ja, wir haben uns das auch einfacher vorgestellt. Wir können diesen Wagen gar nicht bei uns schrauben. Unsere Hebebühne kann den nicht anheben, wegen dem langen Radstand. Und naja, sind wir mal ehrlich, so auf halbe Sachen auch mit anheben, habe ich keine Lust. Der Wagen hat nämlich einen Wert von 500 oder hatte einen Neuwert von 500 bis 600.000 Euro, je nach Ausstattung. Aber auf die Ausstattung gehen wir später mal drauf ein. Ich will euch mal so ein paar Sachen zeigen. Axel ist schon wirklich fleißig hier und Axel wechselt gerade einen Ölkühlerschlauch, weil der angeschliffen war. Guckt euch das mal an hier. Das ist der Ölkühlerschlauch, der ist an die Riemenscheibe gekommen, beziehungsweise an den Riemen und ist durchschliffen. Und ja, V12 Biturbo M285 ist hier drin. Das ist ein Mercedes-Motor, das ist der M275, der nochmal modifiziert wurde, damit das Ganze noch ruhiger und ja, besser läuft im Prinzip. Und das ist den Leuten auch echt gelungen, weil wir hören den später laufen und ich sag euch, das ist wirklich vom Allerfeinsten. Wir haben tatsächlich auch schon ein paar Sachen gemacht im Vorwege. Der Axel hat die Bremsanlage entlüftet. Der Wagen hat genauso wie die 211er eine SBC-Bremsanlage. Aber nicht eine, sondern der hat zwei SBC-Anlagen. Der Wagen hat drei Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter. Und jetzt kommt's. Das habt ihr noch nicht gesehen. Kenne ich so nämlich nicht. Vielleicht zwei Bremssättel pro Rad. Ja, zwei Bremssattel pro Rad. Weil wenn ihr euch das anguckt, hier, ein Bremssattel vorne, noch ein Bremssattel. Das heißt, zwei Vierkolben Bremssattel auf der Vorderachse. Ja? Und auch die Reifen, wenn ihr euch diese Reifen anguckt, auch wie die, ja, die Reifenbreite zu der Reifenfelge, ist absolut abnormal. Hydraulischer Lenkungsdämpfer, der im Übrigen etwas undicht ist. So, und jetzt kommt's. Ich messe euch das mal aus. Guckt euch das mal an. Also wo ich das erste Mal unter diesem Auto gestanden habe, mir ist die Gesichtsfarbe entglitten. Hier, guckt euch das mal an. Ich habe jetzt nicht den dicksten Arm, aber jetzt mal im Ernst, oder den dünnsten Arm, sagen wir es mal so rum. Guckt euch dieses Ofenrohr an. Das ist locker 100 mm breit. Ich hole mal einen Messspieler. Ja, gucken wir mal. Kommen wir gar nicht richtig hin, doch, kommen wir. 112 mm Rohr, oval. 112 mm. Ja, und Höhe sind wir so in etwa bei, ist jetzt nicht ganz richtig gemessen, in etwa 90. Zieht euch das mal rein. 112 mal 90. Aber trotzdem hört das man nichts. Das Abgasrohr. Ne? Ja, aber Wahnsinn. Also, das ist bei einem PKW, einem Serien-PKW, ist das dickste Abgasrohr, was ich jemals gesehen habe. Sperrdifferenzial hat sowas natürlich nicht. Ja? Warum nicht? Weil das wirklich komfortabel fahren soll und da auch, ja, in dem Sinne fehl am Platz wäre. Auch wieder Bremsanlage, guckt ihr das an. Zwei Bremsschläuche auf einen Bremssattel.
unnormal, oder? An diesem Auto ist alles unnormal. Ich hole mal kurz eine Taschenlampe und dann zeige ich euch mal eine Schwäche von diesem Fahrzeug. Weil da war ich ja massiv enttäuscht. So, ja, also wo ich wirklich enttäuscht war, also ihr seht das Auto gleich noch im Fahrbetrieb, ihr seht das Auto von innen, ihr seht ein paar Gimmicks, das auf jeden Fall. Aber für mich war wichtig, dass ihr mal ein bisschen Technik kriegt. Weil, wer stand schon mal unter so einem Auto? Ich nicht. Axel? Auch nicht. Und die Technik ist sehr Mercedes bekannt, wir haben Kraftstofffilter gewechselt und so. Das ist alles sehr vertraut. Wir können mit unserem Mercedes-Tester da dran arbeiten. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Sehr, sehr viele Werkzeuge passen. Das ist natürlich, wichtig ist immer die Denkweise. Die Denkweise ist natürlich Mercedes-Ingenieur und somit verstehen wir dieses Auto halt auch ziemlich schnell. Weil irgendwann denkt man wie Mercedes. Also hört sich blöd an, aber... Ich meine, wenn man ein Leben lang Mercedes fährt, dann weiß man eigentlich intuitiv, wenn die Ingenieure nicht was verändert haben, wo was ist. So, guckt mal hier. Also erstmal siehst du hier schon, guck mal, das Differential. Ist gammelig, ne? Hätte man mal ein bisschen Wachs drauf machen können. Guck mal hier. Hätte man auch Wachs drauf machen können. Hätte man auch anders behandeln können. Hier eine Alu-Strebe. Also das ist eine ganz eigene Hinterachse, ist natürlich klar. Ne? Dass so ein Auto hier nicht eine Hinterachse von der S-Klasse hat, sondern dass hier was eigens Konstruiertes drin ist. Das versteht sich von selber allein wegen dem Gewicht. Ne? So, aber wenn wir jetzt hier oben drüber mal gucken. Ja, das sieht man hier gar nicht so gut. Ich habe das fotografiert, kann ich jetzt einblenden. Genau, blend das mal ein. Weil diese ganzen Bremsleitungen und sowas hier hinten. Da ist nicht mal Wachs drauf. Und das enttäuscht mich wiederum so ein bisschen. Ne? Hast du das Baujahr schon gesagt? Baujahr und Laufleistung? Nee. Weißt du das Baujahr? 2004 und 130.000, 140.000 gelaufen. Ich weiß auch nicht immer alles. Ja. Gut, dass Lukas das jetzt gerade weiß. Es ist ja nicht unbedingt viel Laufleistung. Und so ein Auto wird eigentlich von Haus aus immer gepflegt. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Ja, mit so einem Auto kannst du auch nicht in die Waschanlage fahren. Von daher kannst du auch keine Unterbodenwäsche machen, oder? Warum? Das geht nur normal. Das echt? Geht, ja. Wenn du jetzt hier bei uns an der Aral-Tankstelle fahren willst, kannst du den waschen. Nee. Hundertprozentig. Meinst du? Transporter kannst du da auch waschen. Okay. Ich würde es aber nicht machen. Ich würde dem nur Handwäsche geben. Ja. Und da sind wir schon wieder beim Thema. Es macht keiner eine Unterbodenwäsche. Ne? Alu-Querlenker. Ja. Das fand ich sehr speziell. Kugelumlauflenkung. Ja? Der hat immer noch eine Kugelumlauflenkung. Das fand ich sehr interessant, weil die Kugelumlauflenkung ja eigentlich bei moderneren Autos komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Ne? Also das fand ich sehr beeindruckend. Axel, hast du noch was zu sagen? Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Nö. Schraubst du gerne an solchen Autos? Jetzt ganz ehrlich? Das ist meine Erfahrung wert. Ne? Also der lügt. Der lügt wie gedruckt. Der lügt euch gerade an. Der hat hier gestanden. Der hat da drüben auf der AXS-Vermessbühne hat da die SBC-Bremsanlage gewartet. Ne? Ja gut, das war ein bisschen... Ja? Habe ich geschimpft wie so ein kleiner Feuerteufel. Wäre der bei uns in der Werkstatt gewesen, wäre das laut geworden. Ja, der hätte richtig. Und das dauert lange, bis er laut wird. Ja, ne? Also das dauert richtig lange. Axel ist wirklich eine komplett ruhige Natur. Aber da hat er geschimpft wie eine Rohrspatte. Der hat gesagt, kommt mir nie wieder mit so einer Fe. Hast du es gesagt? Ja, wenn man 3 Stunden braucht, um Bremse zu entlüften, hin und her, hoch, runter. Und das macht man mit Mercedes-Tester und der steuert das dann an. Und das ist natürlich eine. Wie viel Liter Bremsflüssigkeit hast du gebraucht? 6, 7 Liter sind bestimmt durchgegangen. Absolut verrückt, weil das ist dann hinterher mit Druckprüfung und hin und her und dann sagt er, da ist Luft drin und dann nochmal und ja, völlig, völlig verrückt, völlig krank. So, was hier sehr beeindruckend ist, hier ist das, tja, das Getriebe ist eine Legende. Dieses Getriebe ist eine Legende, weil dieses Getriebe in abgewandelter Form tatsächlich Platz gefunden hat im CLK DTM. Dieses Getriebe echt? Hat im CLK DTM in abgewandelter Form Platz gefunden. Natürlich in der S-Klasse V12 B-Turbo, gar keine Frage. Und viele Komponenten auch im AMG SLR. Absolut verrückt. Ne? Also der Drehmomentwandler, der hier drin ist, der ist, ja, den kann man austauschen gegen einen SLR-Drehmomentwandler. Gut, jo. Ja, also ich, wie gesagt, finde ich sehr beeindruckend. Der Motor M285, im Prinzip der... ja, der gleiche Motor wie der M275, wie er im SL65 drin ist, wie er im S65 drin ist. Und hier aber nochmal abgewandelt für mehr Laufruhe. 5,5 Liter Hubraum, 12 Zylinder, 24 Zündkerzen. Wir haben 24 Zündkerzen gewechselt, das auch nicht mal so eben. Und wir haben die Kompression gemessen. Also, Motor ist abgewandelt für mehr Laufruhe, weil die Laufruhe ist wirklich abnormal geil. Auftrag müssen wir mal hier so ein bisschen anonym gestalten. Wir haben die Kompression gemessen.
Und wie misst man eine Kompression? Na klar, im betriebswarmen Zustand mit voll geöffneter Drosselklappe, Einspritzdüsen abgeklemmt etc. Prüfvoraussetzung. Ja, im betriebswarmen Zustand mal eben die Zündkerzen rausschrauben, ist alles mal ein Gucken. Also, dann und der Anlasser, ich weiß gar nicht, hat der zwei Anlasser? Axel, hat der zwei Anlasser? Hat er nicht? Bist du ganz sicher? Nee, hat einen Anlasser. So was gab es, glaube ich, auch mal tatsächlich mit zwei Anlassern. Zieht natürlich so viel Strom, trotz Batterieerhaltungsladegerät, dass nach hinten die Kompression ein bisschen abflacht, weil die Anlasserdrehzahl ein bisschen geringer wird. So, und wenn ihr euch die Kompression anguckt, ja, alles im Rahmen von einem Unterschied vom halben Bar. Also, der Motor ist, was das angeht, absolut kerngesund. Und wir haben hier vorne ein paar Umspannrollen gewechselt, vorne Riementrieb. Der Riementrieb, das waren 8 pk, oder? Ja, normaler Riementrieb hat einen 6 pk Riemen, der hat einen 8 pk Riemen. Ja. Im Prinzip ist das aus dem, ja, auch wieder LKW-Bereich. Ne? Ihr hört schon, es ist heute hier ein bisschen lauter, weil wir, wie gesagt, halt nicht in unserer cleanen Umgebung sind. Axel sagt, guck, das ist sogar ein 10 pk. Guckt euch mal diesen Riemen an. Hier, warte, ich mache ein bisschen Licht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 pk. Hast du schon mal einen 10 pk Riemen in der Hand gehabt? Nee. Jetzt mal ganz ehrlich. Also, es schmeckt LKW. Er hat mich angeschissen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal bei der Getriebebespülung. Ich muss jetzt hier ein bisschen mit anpacken, weil wir können hier nicht Ewigkeiten eine Hebebühne blockieren. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Transporter schrauben. Da sind sie, die trockeneisgestrahlten 24 Zündkerzen, 12 Zylinder, 2 Zündspulen, 2 Turbolader, 5,5 Liter Hubraum, 10 pk Riemen, 550 Pferde, 6 Bremssättel. Hier, die drei Bremsflüssigkeit-Ausgleichsbehälter. 1, 2, 2. Bremsbehälter, 3, 3. Bremsbehälter. Klimamittel, Kältemittel unter den Kfz-Mechanikern unter euch. Ja? Hier kommen 2,1 Kilo Kältemittel drauf. Auf so einem Golf oder Polo sind, komm, wir gucken mal drüben, 300 irgendwas? Ah, ist das neue Kältemittel schon. Da ist ein bisschen mehr drin. Das ist ein anderes Kältemittel, was da drin ist. Hier ist noch R134A und hier ist R123YF, ABC, RTL2 und ARD und sowas drin. Ja, und ich sag mal, so ein Fahrzeug mit dem gleichen Kältemittel hat so 390, 350 Gramm, ja. Und hier 2,1 Kilo, ja. So, Axel sucht jetzt gerade hier den richtigen Punkt, um unser herkömmliches Getriebespülgerät anzuschließen, weil das Getriebe hat es echt verdient. 900 Newtonmeter Drehmoment der Motor. Und dann bei dem Gewicht, der hat richtig was zu leisten. So, das ist unser Getriebespülgerät. Von der Firma Mahle. Jetzt gucken wir mal. Maybach. Oh, da ist schnell rüber. Ach du grüne Neune. Was machen wir jetzt? Na, kein Maybach. Naja, komm, nehmen wir Mercedes hier. Nehmen wir mal S-Klasse. Nehmen wir mal so grobes Baujahr. Ja, das Baujahr passt so. Gucken wir mal. 600er AMG, 275er Motor. Ja, jetzt haben wir einen 285er Motor, aber das passt schon. Anzahl der Gänge und das ist auch genau das Getriebe. Das ist genau der Getriebecode, was ich vorhin sagte. 7229649. Zack, nehmen wir. Rotes Öl, wunderbar. Zack, jetzt fragt er mich nochmal nach der Menge. 8 Liter würde er gern spülen. Ja, Ölwanne entfernen, auch auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, gucken wir mal extra Menge. Ja, machen wir mal 4 Liter extra, sind wir bei 12 Liter. Das ist immer unsere Grundspülmenge. 20 Liter haben wir neu drin, die reichen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich gehe mir mal kurz die Hände waschen. Das ist auch schon wieder, ne? Wir verkaufen Handschuhe, Lukas. Ja. Diese schönen orangenen Handschuhe. Haben wir tausende Handschuhe bei uns, ja? Was habe ich nicht an? Handschuhe. Ja? Ich glaube, ich gehe erstmal kurz zum Online-Shop und hole mir mal ein paar Handschuhe. So, komm mal mit. Der Absaugprozess ist gestartet. Bin ich mal gespannt. Frisches Öl, altes Öl. Ich würde sagen, das Getriebe, das feiert gleich eine Party, weil bisher saugen wir ja nur ab. Und gleich kommen da Blasen.
dann piept das Gerät und dann stelle ich das Gerät ab und dann gucken wir uns den Filter an. Oh, mal gucken, wie das klebt. Gar nicht. Oh, das erste Öl noch drauf. Oh, das ist echt das erste Öl. Warte, nicht so tief. Boah, wie das riecht. Das riecht wie das erste Öl, da war noch keiner das, bei. Das ist das erste Öl, hundertprozentig. Verrückt. Guck du mal nach dem Datum. Ja. Gucken das mal aus hier. Oh nee, da ist die Halter sind da drin. So, jawohl. Das ist auf jeden Fall das erste Öl. Ihr seht da richtig an so einer grünlich messingfarbenen Verfärbung. Der Magnet ist randvoll. Und? 2007. 2007. Der Wagen war Baujahr 2005. Ja, 4, 5, ja. Na, dann hat er nach 2 Jahren hat er mal einen Getriebeölwechsel bekommen. Ja, also, das ist auf jeden Fall mehr als fällig. So, eine Getriebeölwanne sauber. Dann gibt das einen neuen Filter. Und ja, das Getriebe, das feiert heute Abend eine Party, glaubt mal. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, die Motorlager bei dem Wagen sind natürlich auch nicht so toll, wie wir gerade gemerkt haben, als wir das Automatikgetriebe gespült haben. Da tritt man die Bremse und drückt den leicht in Wandler rein, das heißt leicht Gas und Bremse gleichermaßen. Da sieht man, wie der Motor hochkommt. Wir haben jetzt gerade mal geguckt, wie man hier so an die Motorlager rankommt. Motor ausbauen. Und das ist auch mehr oder weniger irgendwann mal fällig, weil klar, an den Turboladern, da gibt es ja auch so ein, zwei Dichtringe, die man bekannterweise bei den M275 wechseln sollte. Und da das ja ein artverwandter Kollege ist, hier auch. Und wenn man jetzt allgemein mal halt auch so guckt, so Korrosionszustand. Wie gesagt, irgendwann muss man so ein Auto halt mal lieb haben und dann sollte man halt auch mal einen größeren Korrosionsschutzservice machen. Ist so. Ja, ich mache jetzt noch die Unterbodenpappen dran, dann ziehe ich mich um, dann hole ich den Wagen ab und dann machen wir mal ein Innenraum- und Fahrcheck, weil Probefahren müssen wir auf jeden Fall noch. Da wir ja das Getriebe gespült haben und da wir die Bremse gemacht haben, sollten wir das auf jeden Fall machen. Und dann sind wir eigentlich mit dem Wagen schon fast durch. Also, ab zur Probefahrt. Wisst ihr, wann ein Auto wirklich zu groß ist oder zu lang ist, wenn der Wagen hinten und vorne schon nicht mehr in die Waschbox passt? Dann ist ein Auto einfach zu groß für den normalen Straßenverkehr. Ja, jetzt sind wir auf der Probefahrt, mussten eben einmal nochmal Öl nachfüllen. Ja, die haben ja keinen Ölpeilstab und da wir ja den Ölkühler raus hatten und das sich mehr und mehr entlüftet, den Ölkühler haben wir übrigens mit Öl vorbefüllt. Ja, ist auch immer so ein Trick, den man eigentlich als Mechaniker machen sollte. Das ist kein Trick, das ist eigentlich Vorschrift. Und ja, jetzt fahren wir dahin. Jetzt fühle ich das Getriebe so ein bisschen. Motor ist schon betriebswarm, lief die ganze Zeit im Stand. Getriebe ist mit Sicherheit auch betriebswarm. Haben wir eben nämlich auch schon mal einmal kurz mit dem Peilstab nochmal geguckt. Hatten wir ja aber auch gestern schon. Wir sind nämlich im nächsten Tag. Jetzt fahren wir 80 km/h. Können wir mal so ein bisschen durchbeschleunigen. Das ist alles behäbig, ne Lukas? Ja. Aber wenn er dann kommt, dann kommt er. Zack, 100 km/h. Schneller dürfen wir eh nicht. Ist aber auch mit so einem Auto nicht schlimm, oder? Nö. Ich würde sagen, wir tauschen gleich auch mal, weil... Ich glaube, hinten ist spannender, oder? Ich glaube schon, ja. Dann lass ich mich mal chauffieren. Hatte ich einmal, dass ich chauffiert wurde von einem... jetzt muss ich vorsichtig... Von einem Mineralöl... Giganten. Giganten? Nee, Giganten nicht. Die machen Bioethanol. Und da haben wir ein Fahrzeug auf Bioethanol abgestimmt und ich habe das Auto von da hinten vom Beifahrersitz, hinten von der Rücksitzbank aus programmiert. Was war das für ein Auto? 7er BMW? Nee, das war ein S500
und Motor M273, umgerüstet auf Bioethanol. Ja, spannende Nummer. Und der Chauffeur ist gefahren, ich sag dir, echt cool. Eigentlich wollte ich den Wagen fahren, er hat gesagt, nee, den Wagen fahre nur ich. Den fährt kein anderer. Ich sag, wie kein anderer? Nein, kein anderer. Der stand auch immer bei ihm vorbeheizt in der Steckdose, bei ihm vor der Haustür. Und wenn der Chef angerufen hat, dann gleich zack und los geht's. Der ist schon flott unterwegs gewesen, außerhalb der Regularien. So, apropos flott. Wir können jetzt hier mal auch auf S schalten, stand da sogar. Dann beschleunigen wir mal so halb, dreiviertel durch. Ja, das geht voran, wa? Ja. Wenn du überlegst, so ein großes angegeben sind die mit 5,4 Sekunden auf 100. Das waren jetzt hier vielleicht 10. Es geht ja nicht darum, hier mit Rennen zu fahren, sondern es geht darum, das einmal zu fühlen. Der Kunde möchte wissen, ist der Motor in Ordnung? Ist das Getriebe in Ordnung? Ich möchte wissen, schaltet das Getriebe nach dem Getriebespülen genau so? Nimmt der vielleicht, wenn wir jetzt auf C fahren, letzte Gang und wir fahren jetzt hier 70 und ich mache jetzt einmal, ja, nicht ganz 70, so, wir fahren 70, macht der dann auch ordnungsgemäß den Kickdown? Hä? Was ist das denn jetzt, Notlauf oder was? Nimmt kein Gas mehr an. Ja, Motor ist noch an? Ja. Ja, klar, sicher. Guck mal hier, film aufs Gaspedal. Was ist denn das für Mist? So gar nicht jetzt. Ich fahre jetzt echt Vollgas mit 70. Echt? Ja, wenn ich sage, jetzt ohne Quatsch. Das war das jetzt nicht gestellt, ne? Das ist das Letzte, was man wieder so im Auto will. Wäre der Ladedruckschlauch jetzt runtergeflogen sein. Also, selbst ohne Ladedruck würde der Wagen jetzt mehr Leistung haben als 10 PS. Mhm. Können wir hier erstmal rechts ranfahren, jetzt mal ohne Quatsch. Machen wir zur Kieswerke, zur Einfahrt hier rein. Mal aufpassen, dass kein LKW von hinten kommt. Mhm. Mal einmal neu starten, gucken, ob der Fehler weg ist. Einmal voll machen mit Kies, ja. Genau. Ich mache jetzt einmal auf. Ja, guck mal, ich kann ganz langsam mit der Gas an. Das Gaspedal reagiert gar nicht richtig. Oh, oh, oh. Das ist genau das, was man bei so einem 100.000 Euro Motor nicht haben möchte. So, neu starten. Fehler weg. So, das heißt, es kann nichts Mechanisches sein, weil die Mechanik würde sich ja nach einem Steuergerät-Reset, was ja ein Neustart ist, kennt ihr ja vom Computer, würde sich das ja nicht selber reparieren. Wäre jedenfalls sehr unüblich. Natürlich, mit so einem Wagen muss man hier echt ein bisschen anders fahren. Ne? So, jetzt gucken wir mal, ob das gleich nochmal passiert. Weißt du, wie ich glaube, das ist Fahrpedalsteller. Könnte es sein. Mhm. Also das Gaspedal, da ist ein Elektromodul drin. Früher hatte man Seilzug, heute hat man da eine doppelte Überwachung drin, zwei Potentiometer, die gegeneinander arbeiten. Ein 5-Volt-Signal ist aufsteigend, ein 5-Volt-Signal ist absteigend oder fallend. Und wenn die nicht mehr gegeneinander richtig funktionieren, dann gibt es einen Fehler. Und das kommt bei Gaspedalen bei Mercedes hin und wieder mal vor. So, Achtung, ich gebe jetzt nochmal, das war vorhin so beim Durchbeschleunigen. Oh, Qualm ist da. Das war bei 70, ne? 70 Kickdown, probieren wir nochmal. Hinter uns ist keiner. So, Achtung, Vollgas. Ja. Zack, Motorkontrolllampe an. Hast du gesehen? Jo. Das war eben nicht. Jetzt. So, das muss man jetzt mal auch an der Stelle sagen. Das ist ja echt peinlich, ne? Jetzt fahren wir mit Maybach auf der Landstraße mit 70. Hinter uns die Autos. Hinter uns sind die Autos. Und halten den Verkehr auf. Na gut, okay. Jetzt mal ohne Quatsch, ne? Gibt es ja nicht oft Momente, wo ich eine feuchte Stirn kriege, ne? Aber das ist jetzt schon einer der Momente. Ich sag mal so. Ich weiß ja, was wir an diesem Auto gemacht haben. Und ich habe jetzt hier gar kein Bedenken. Also, weil ich zu meiner Arbeit stehe. Ja, wenn Axel und ich am Auto gearbeitet haben, ich weiß, die Ölablassschraube ist fest, die ist abgelackt, das ist nach Drehmoment angezogen, das ist alles safe. Also würde mich jetzt wundern, wie gesagt, wir machen auch mal Fehler, kommt vor. Ne? Letztens hatten wir eine undichte Ventildeckeldichtung, die wir montiert hatten, die war hinterher undicht. Ganz klar, Mechaniker, Fehler, ist so, stehe ich gerne zu. Das hat der Kunde auch mitbekommen, ich habe mich beim Kunden persönlichst entschuldigt. Hab gefragt, wie wir mit dem Kunden da auseinanderkommen. Der ist nämlich losgefahren und hat gesagt, Mensch, das riecht ein bisschen nach Öl.
Gar keine Frage. Auch uns passieren Fehler, anderen Werkstätten passieren Fehler. Fehler sind menschlich. Man probiert natürlich, dass keine Fehler passieren. Aber wenn sie passieren, dann muss man damit wirklich gut umgehen. Das ging jetzt sogar mit dem Fahren, ne? Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier einmal links ran und dann starten wir nochmal neu. Ich hoffe, dass dann der Fehler weg ist. Oh ey, das ist aber echt. Ja, ist nicht schön. Ich würde sagen, wir fahren zurück zur Werkstatt und dann gucken wir mal. Motorkontrolllampe ist weiterhin an. Nimmt aber jetzt Gas an. Also von daher alles safe. Ab zur Werkstatt. Ab zur Werkstatt. Guten Tag, Guten Herr Zimmerer. Tag. Sie haben Probleme mit Ihrem Auto. Ich hätte gern die Exzentri-Diagnose. Ich würde gern selber auslesen. Ach, bitte ich kenne mich mit diesen Fahrzeugen auch ein wenig aus. Jawohl. So, 240er Maybach, ja. 178er, jawohl. Kurztest. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ja, kommen Sie doch rum, können Sie ein bisschen besser filmen, Herr Kameramann. Ja. Wieder Spaß beiseite, gestellte Szene vorbei. Jetzt lesen wir den Wagen wirklich aus oder haben schon ausgelesen, haben hier ein paar Fehler drin. Das ist übrigens die Mercedes Exzentri-Diagnose. So Unterspannungsfehler, das kann ja durchaus mal sein. Gebläsemotor, das interessiert uns jetzt gerade mal nicht. Mich interessiert wirklich, was da drin steht und ich habe es mir schon fast gedacht. Wir haben den jetzt nach dem Service mit der SBC auch noch nicht ausgelesen, aber tatsächlich hier Motorsteuergerät, können wir auch gerne mal reingehen, damit ihr das mal seht, wie das läuft. Normalerweise hätten wir jetzt schon Batterieladegerät anschließen sollen. Ist natürlich noch eine alte Motronik bzw. eine alte Kommunikationsart. Ja, wir sind verbunden hier gerade mit WLAN, aber trotz alledem die Motorsteuergerät und die Kommunikationswege sind natürlich nicht so schnell wie die von heute. So, jetzt haben wir hier Fahrgeber-Fahrpedal, also Gaspedal, Kurzschluss im Signalweg. Das ist genau das, was ich sagte. Ja, Leerlaufdrehzahl wegen SBC-Unterspannung. Okay, das ist hier unser Fehler, den ich auch schon vermutet hatte, wo ich gesagt habe, wow, guck mal. Fehler zweimal aufgetreten, das ist in der Tat richtig. Bei Motorlast 74%, das ist auch korrekt. Bei 92 Grad Kühlmitteltemperatur, das passt. Ja, also Zündwinkel ist hier im Minusbereich, das heißt, das ist beim Gas wegnehmen, eigentlich beim Gas geben gewesen. Ach so, Minus, klar, Frühzündung, also gut, kann der Entwickler hier so einstellen, wie er haben will. Die Lambda-Werte sehen wir hier nahezu Lambda 1, Tankfüllstand 16 Liter. Später 14 Liter beim zweiten Mal auftreten. Ja, also Fahrpedal defekt. Fahrpedal muss erneuert werden. Dann würde ich mal sagen, ich organisiere mal ein Fahrpedal. Ich glaube, dass das ein Standardteil ist. Und wenn ich jetzt bei Mercedes anrufe, haben wir das innerhalb von 2 Stunden da. Also, so wie es der Zufall will, wir haben für einen anderen Kunden ein Fahrpedal bestellt, für ein SL. Und laut Teilnummer ist das genau das Passende. Liegt auch schon 3 Monate auf Lager. Was ist ein Fahrpedal? Das sieht so aus hier. Axel, willst du schon mal losschrauben? Ich mach schon mal raus. Axel ist ja im Fahrpedal tauschen Profi hier. 230er Teilenummer mit neuem Gummibelag. Und das ist hier der Kickdown-Knopf. Ne? Wenn er komplett durchtretet, das ist der Kickdown-Knopf. Wenn er den betätigt, dann wird ein Gang runtergeschaltet. Und hier sind 2 Potentiometer drin und hier ist ein Schleifer. Das sind so Elektroschleifkontakte, höchstwahrscheinlich, nehme ich an. Ja, und die sind jetzt verschlissen. Vielleicht ist da mal Dreck reingekommen, Wasser glaube ich eher weniger. So, das tauschen wir jetzt und dann ist der Fehler beseitigt, bin ich mir ganz sicher. Eine Ewigkeit später. So, gleiche Stelle, machen wir es nochmal genau so. Wir beschleunigen einmal hier so aus rollender Fahrt voll weg. Das ging, aber das ging, glaube ich, vorhin auch, ne? Ja. Das war jetzt tatsächlich voll, ne? So, jetzt 70 km/h und dann aber nicht im Kickdown, sondern doch. Ja, aber kommt gleich ganz anders. Ja. Also wir konnten es ja echt eben zweimal hintereinander provozieren. Machen wir nochmal. Ja. Können wir zwar einen Fehlerspeicher gleich nochmal auslesen, machen wir sowieso. Aber ich möchte behaupten, der Fehler ist weg. Klassischer Fahrpedalfehler, wie in den SL, wie im 211er, 212er gibt es diesen Fehler. Ja,
Ich würde sagen, wir lassen es lieber, weil wir begeben uns auf den Weg zur Tankstelle und dann wollten wir ja noch das Fahrzeug noch mal einmal so vorstellen. Jo. Guten Tag, der Herr. Was wünschen Sie denn? Haben Sie ausgeschlafen? Ja, ich habe ausgeschlafen. Bin sehr, sehr erholt. Ja, also das ist natürlich, ist schon hier, das ist mir schon zu viel Platz. Echt verrückt, ne? Also so ein Auto ist der absolut blanke Wahnsinn. Das ist hier im Übrigen mit dem Kunden abgesprochen. Das machen wir nicht einfach so, sondern das hat der Kunde fast gewünscht, muss man tatsächlich sagen, dass wir darüber ein Video machen. Und es ist der blanke Wahnsinn, dieser Maybach. Also eine lange S-Klasse kenne ich ja schon, aber ein Maybach, guck dir mal diese Länge an. Jetzt mal ohne Quatsch. Verrückt, verrückt. Und das ist hier so lang, du kannst hier alles einstellen. Du kannst die Gardinen kannst du fahren, das Dach kannst du abblenden. Ja, hier ist ein Solardach automatisch abblendbar. Ich müsste jetzt glaube ich, dafür die Zündung anmachen. Ich komme da gar nicht hin. Ich komme gar nicht von hier zum Zündschlüssel. Also Wahnsinn. Guckt euch das an. Hier in der Mittelkonsole. Also ein Aschenbecher hier. Ich würde mich hier nicht trauen, drin zu rauchen. Also ich bin ja eh nicht Raucher, aber der eine oder andere trinkt hier wahrscheinlich eine Zigarre. Hier die... Trinkt eine Zigarre. Was? Trinkt eine Zigarre. Ja, trinkt eine Zigarre, trinkt einen Champagner und raucht eine Zigarre. Ja, das sind Maybach. Maybach Champagner. Kelche. Oh. Kelche. Gläser. Ich weiß gar nicht, wie man das... Wie kriegt man das da drauf? Oh, ich will gar nichts kaputt machen hier. Wie hakst du das so ein? Okay. Ja. Also wie gesagt, muss man ganz vorsichtig sein. Und jetzt guckt euch das an hier. Diese Kommandozentrale. Hier ein Freisprechtelefon. Hier ein Maybach-Handy. Also würde mich mal interessieren, mit was sowas gehandelt wird, oder? Schreibt mal in die Kommentare, ob er sowas findet. Ein Maybach-Handy. Was ist das? Motorola oder was ist das? Ja, tatsächlich Motorola. Aber guck mal. Das war noch ein Handy. Qualität, ne? Na, wie leicht. Hier, guck mal. Ja? Früher war klein in, heute ist wieder groß in. Ne? Gut, da hatte man keinen Bildschirm drauf, da hat man keine WhatsApp geschrieben. Und auch hier, was ist hier oben drin? Ja, da ist noch Platz für Champagner-Nachschub. Hier ist DVD-Multimedia-Zentrale. Damals hat es noch DVD gegeben. Hier ist wahrscheinlich der Navi-Rechner hinter. Ah, okay. So viel dazu. Ah ja, okay. Ja. Das Ding hat doch einen Kühlschrank gehabt, oder nicht? Hier unten drunter, oder? Drunter, ja. Wahnsinn, ne? Guck mal. Doppelter Boden. Hier. Gekühlter Champagner. Ja, was haben wir hier? Im Übrigen hätte ich noch aus alten Zeiten... das zeige ich mal wann anders. Ganz speziellen Motorsportwein. Ich war ja mal im Rallye-Sport. Und im Rallye-Sport ist mal ein Rallye-Wagen im Weinberg abgeflogen. Und ist komplett durch ein... Ja, in einen Weinberg reingeflogen und der Winzer, der hat natürlich das nicht so toll gefunden und hat darum gebeten, ihm den Ernteausfall zu erstatten. Und daraufhin hat der große Autohersteller, der diese Fahrzeuge eingesetzt hat, eine spezielle Weinlese gemacht. Und diesen Wein, den habe ich tatsächlich bei mir in der Vitrine stehen. Schöne Geschichte, oder? Auf jeden Fall, ja. Hier auch die Tische, ne? Hier waren ja irgendwie Tische, glaube ich. Aua. So, und jetzt? Ja, man muss das alles sehr respektvoll behandeln. Ne? Guck mal, selbst hier, wa? Im feinsten Wurzelholz. Vom allerleckersten, ne? Vom allerleckersten. Fast über der Luft dann so, ne? Hier so. Ja, aber auch nichts verkratzt, ne? Ja, aber das ist ja hier, wie ich immer sage, auch dieser Funktionscheck, der auch ganz wichtig ist, weil wir haben gerade gemerkt, da drüben läuft die Gardine nicht. Dann habe ich gerade gemerkt, wenn man jetzt guckt mal, wenn ich hier drüben das Maybach Infotainment-System von 2005 einschalte, dann fährt der Monitor raus. Hier fährt der Monitor nicht raus. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch, kann man die Speisekarte dann reinstecken oder irgendwas. Ja, da könnte ich den Sitz bedienen, aber ich kann auch von hier aus, Achtung, die Tür zu fahren, ne? Mega, oder? Da muss man gezogen halten, ja. Guck mal. Ich würde sagen, film mal von drüben, Lukas. Guckt euch das an. Die Sitzverstellung, oder?
Also ich bin noch nie First Class oder Business geflogen. Also so stelle ich mir das echt First Class oder Business im Flugzeug vor. Bin immer Economy oder Economy Plus geflogen zu den Rennen. Aber so lässt es sich aushalten, ne? Das wirklich, du schnallst das ja nicht, du hältst das ja nicht für möglich. Guck dir das mal an. Also, ich habe mich ja über unseren Volkswagen Arteon gefreut, ne? Aber guckt euch das an. Da kannst du ja, du kannst ja hier vorne noch wen mitnehmen. Oder? Also ich will auch nicht wissen, was hier schon für Geschichten in solchen Autos passiert sind, ne? Mhm. Naja, also, aber das Thema ist ja hier nicht so jugendfrei auf unserem Kanal. Also das, ey, guck dir das an. Fernbedienung. Das ist ja, du hast Ablagefächer ohne Ende. Was ist hier noch drin? Der Trend geht zum Zweitkühlschrank, oder? Oh, im Übrigen, ja, hier, guck mal, hier ist auch ein kleiner Schalter schon kaputt. Ich will nicht wissen, was dieser Schalter kostet. Auch vorne. Ja, Lukas zeigt gerade auf Pierre, sagt, zeigt das mal. Hier, die Anzeigeinstrumente, ja. Da sitzt du hier hinten so völlig geschillt in deiner Liegeposition. Ach, Herr Chauffeur, fahren Sie mal ein bisschen schneller. Wir sind ja nur mit 210 unterwegs. Wir kommen zu spät zu unserem Termin. Und im Übrigen, was ist das, Außentemperatur oder Innentemperatur? Innentemperatur, oder? Ich hab's auch gesagt, ja. Innentemperatur, weil hier hat man alles im Blick. Geschwindigkeit, Uhrzeit und Temperatur. Also was wollt ihr denn mehr? Also, jetzt mal ohne Quatsch. Ich bräuchte sowas nicht, aber ich hätte schon mal Bock, damit mal ein Wochenende runter in die Alpen zu fahren. Ja, oder aber dann hinten zu sitzen, ne? Also nicht, ja, genau, hinten zu sitzen. Ja, also das ist so ein Auto, wenn du das Auto fährst, dann bist du eigentlich auf dem falschen Platz. Ja. Außer es ist dein Beruf und du machst das, dann aber normalerweise, wenn dir so ein Auto gehört, musst du nicht vorne links sitzen, sondern definitiv hinten rechts. Oder wenn man Kinder hat, will ich mal, wenn wir jetzt hier unsere Kinder oder ich meine Kinder, also die könntest du hier nicht reinsetzen. Nee. Jetzt überleg mal, ein Kind mit 6 und 9 Jahre in einer vollen Kraftblüte, die würden das Ding erstmal zerlegen, glaube ich. Auch das Dach hier, das wollte ich euch nochmal zeigen, absoluter Wahnsinn. Guck mal, jetzt kannst du das Dach zufahren, also abdunkeln. So, jetzt machen wir mal alles dunkel. Das musst du erstmal einen Lehrgang dafür haben, dass du dieses Auto bedienen kannst, ne? So, das machen wir hier noch zu. Mal da noch zu. Und hier gibt es ja auch optional noch mit Trennwand. Mit Trennwand. Ja, mit Trennwand. Aber guck dir das mal an. Der blanke Wahnsinn. So, und jetzt kommt noch, ist für mich echt ein absolutes Highlight. Dieses Dach im Übrigen kostet 75.000 Euro netto als Ersatzteil. 75.000 Euro netto. Also wirklich jetzt, ohne Quatsch, für uns als Mechaniker, ich für mich als Werkstattbetreiber, ja, wie viel Vertrauen muss man seinen Angestellten gegenüber haben, in so einer Werkstatt wie wir haben, seine Mechaniker daran schrauben zu lassen? Mhm. Ne, also ich jetzt gegenüber Axel oder Lukas, selbst Martin, der bei uns ja Werkstatthelfer, Grundstückspfleger, wirklich eine gute Kraft ist, ich habe damit kein Problem, Martin rüberzuschicken und Martin wäscht das Auto. So viel Vertrauen habe ich in jede einzelne Person bei uns im Betrieb. Das ist schön, weil das gibt mir wirklich die Freiheit, solche Sachen auch machen zu können. So, jetzt bin ich schon wieder aus dem Thema. Wie kriege ich das jetzt, Lukas? Was habe ich jetzt gerade gedrückt? Das ist wahrscheinlich hier, musst du das Ding wieder hochnehmen, diese Mittelarmlehne, und dann kannst du die... Ah ja, genau. Ich wollte euch ja zeigen. Wie gesagt, jetzt wird's hell. So, und jetzt kann man noch... Kann man das doch durchsichtig machen, war das nicht so? Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ja, guck, genau, ja. Jetzt ist es durchsichtig. So. Ja. Verrückt, oder? Wie verrückt ist das? Ja? Ey, ich habe immer davon geträumt, bei uns oben, wir haben ja, also ich schlafe mehr oder weniger im Spitzdach, ja, wir alle schlafen bei uns im Spitzdach, und habe mir immer erträumt, so ein Dachfenster da oben reinzumachen, damit ich die Sterne sehen kann, ja? Wa? Mir geht's, ja. Wie mega! Und das ist hier im Auto, ja? So, und jetzt noch den Liegesitz, wa? Jetzt mal ohne Quatsch. Also jetzt mal, die bauen alle einen Sternenhimmel ein. Lukas, du willst ja auch einen Sternenhimmel einbauen. Ja. Ich finde total sowas total... Also wenn ich einen Sternenhimmel haben will, dann nehme ich mir eine Wolldecke, schmeiß die da draußen aus dem Rasen und dann gucke ich mir die Sterne mit meinen Kindern an. Aber hier, ja, da stehst du da oben auf dem Berg, wa? Sitzt hier drin, trinkst dann Champagner und guckst dir die Sterne an. Nicht Sternenhimmel, sondern Originalsterne. Ja, absoluter Hammer, oder? Wir gehen jetzt noch einmal drumrum.
Dazu muss ich mir Schuhe anziehen, weil, wie gesagt, so ein paar andere Sachen, die müsst ihr echt mal gesehen haben. Die Tür, ne? Absoluter Blanker. Geht fast 90 Grad auf, ne? Sogar, ne? Ja, und vor allem ist hydraulisch, ne? Also die geht hier leicht wie eine Fiat Panda-Tür. Ja. Sind auch schöne Autos, Fiat Panda. Gab es auch als Allrad. Was ich ganz vergessen habe. Auch hier, guck mal, ich kann euch das zeigen, setzt mich hier vorne einfach rein. Das Ding hat auch Massagesitz, natürlich, klar. Also Sitzheizung, Massagesitz, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber was hättet ihr auch sonst gedacht? Maybach, jetzt muss ich überlegen. Oh, ich hatte mir das irgendwann letztens mal durchgelesen. Maybach hat ja zusammen mit Daimler, glaube ich, den ersten großen Benzinermotor entwickelt. Oder irgendwas war da. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Deswegen, Maybach-Zeppelin. Maybach-Zeppelin, genau. Ja, aber wie gesagt, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber nichts. Die 6,2 stehen nicht für den Hubraum, die stehen für die Fahrzeuglänge. Glaube ich, haben wir am Anfang des Videos sogar schon mal erwähnt gehabt. Aber guckt euch das an. Das ist schon viel 220er S-Klasse. Das ist aber auch schon viel 221er S-Klasse. Weil selbst 140er Teile. 140er Teile hast du an der Achse gesehen. Ja. Der hat ja schon Aluminium-Achsteile, ganz genau. Ja, klar, dass das Fahrzeug natürlich Soft-Close und alle Spielereien hat. Selbstverständlich. Aber auch der Fahrer, ne? Der Fahrer fährt herrschaftlich. Ne? Also wer hier Chauffeur sein darf, der darf sich wirklich glücklich schätzen. Ja, Lukas, müssen wir noch auf was eingehen? Das Telefon zeigen wir nochmal. Das Telefon, ja, los, komm mal rum. Lukas, also bitte entschuldigt, hier ist unser Kamera-Equipment, aber das ist das Leben. Wir wollen ja nicht immer alles hier so gestellt und, ne? Hä? Der Mechanismus ist doch schon Oberliga, oder? Es gibt echt so einen Werkstattknopf, da drückst du drauf, dann kommst du direkt zur Maybach. Also früher, ich glaube mittlerweile. Kannst du deinen persönlichen Mechaniker anrufen, ne? Auch die Bordmappe hier. Mal aufpassen, dass hier keine persönlichen Unterlagen drin sind. So, eigentlich sehr Mercedes-like, ne? Also das ist jetzt schon, aber gut. Ganz schön dick. Das ist schon ein paar Kilo, ja. Spaltmaße finde ich übrigens ein bisschen krass, ne? Guck mal hier von der Seite. Spaltmaß ist wirklich so, dass du im ersten Moment denkst, der Kofferraum ist nicht zu. Aber die Luftverwirbelungsgeräusche sind nahezu null bei diesem Auto. Ne? Ja. Der fährt so leise, unglaublich. Ja, hier ist der Regenschirm. Ich weiß gar nicht, ob es Regenschirm, Sonnenschirm, alles in einem ist. Hier ist noch ein Wanderstock. Ich glaube, das ist aber nicht Maybach. Die Leute können ja mal in die Kommentare schreiben, ob sie rauskriegen, was dieser Regenschirm aufpreispflichtig gekostet hat. Lukas, du sagtest, der Kunde hat gesagt, dieser Maybach Kofferraumschutz, da gibt es eine 20-seitige Anleitung zu. Genau. Also ich darf die ja dann gar nicht bedienen, aber ich guck mal, ob ich das so hinkriege. Super kompliziert, ne? Er ist super kompliziert, so. Jawohl. Ja, und dann kannst du hier deine Golfschläger reinpacken. Oder was willst du hier im Kofferraum packen? Kastenbier. Oder dein Picknick. Ne? Ja. Ne? Du fährst hier mit so einem Auto, fährst du zum Picknick. Ah ne, da fährst du wahrscheinlich eher nach Sylt. Ich glaube eher die nach Monaco zum, keine Ahnung. Ich glaube eher die Louis Vuitton Chanel Taschen kommen da rein. Genau, das wollte ich sagen. Ja, und damit mit den Einkaufstaschen nicht darüber kratscht, dann machst du hier. Genau. Ganz wichtig, komm mal rum. Ja, fand ich total cool. Ja, mal eben so ein mit 10 Meter langen Kabel versehenes C-Tech-Ladegerät. Original von Maybach. Und das Ding macht mal so eben, nee, macht nur 7 Ampere Ladeleistung. Hätte ich jetzt echt gedacht, macht mehr. Aber wir schmunzeln immer, wenn so ein SL230-Fahrer zu uns kommt, das ist wirklich ein Liebhaber, du machst den Kofferraum auf. Mhm. Es ist immer ein C-Tech-Ladegerät hinten im Kofferraum. Das ist absoluter Klassiker. Also gehört im Prinzip schon zur Ausstattung. Und ich weiß nicht, ob es bei so einem Wagen wirklich dabei war. Aber so ein Auto, wenn das steht, immer nachladen. Nachladen, nachladen. Weil Spannung ist wirklich das Wichtigste. Luftfahrwerk, selbstverständlich, fährt ultra komfortabel. Ja, hier vorne wirklich ein Solarpanel drin, jetzt über dem Fahrer. Ne? Und wie gesagt, das hier oben kostet inklusive Steuer knappe 100.000 Euro. Wie gesagt, ich hatte ganz schnell 75.000 Euro zusammen. Nur hier oben. Und das Tolle ist, mit der Farbe zusammen, ja, du denkst ja im ersten Moment, es ist eine Farbe, oder? Ja. Verrückt. Farbe nennt sich übrigens Maui Pearl. Mag sein. Nur um es mal gesagt zu haben hier. Ja, wunderbar. Mit den doppelten Bremssätteln haben wir gezeigt. Ich glaube, im Prinzip ist auch echt alles gesagt und gezeigt. Ich will noch mal daran erinnern, das habe ich eingangs des Videos schon gesagt. Ich bin im Rahmen des 24-Stunden-Renns bei den Tourenwagen-Legenden. Und da bin ich im alten Fahrerlager und ja, da erfülle ich mir so einen kleinen Traum und es beginnt ein neuer Firmenabschnitt tatsächlich. Und ja, wie gesagt, wer da mal Lust hat vorbeizukommen,
ihr seid da herzlich willkommen. Die Leute, die unseren Kanal noch nicht abonniert haben, wir sind natürlich so ein bisschen darauf angewiesen, dass ihr mal auf Abonnieren drückt, ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr ein bisschen was in die Kommentare schreibt, was wir anders machen können, was ich jetzt vergessen habe zu zeigen, wir sind auf euch angewiesen. Wir gestalten die Videos natürlich auch so ein bisschen so, wie ihr das wollt. Also schreibt das mal ruhig in die Kommentare. Über jedes Feedback bin ich froh, weil ich, Lukas und Jenny, wir lesen eigentlich so gesehen echt jedes Kommentar. Auch wenn es mal vielleicht nicht so freundlich ist, das nehme ich mir immer sehr schnell zu Herzen. Aber ich komme damit ganz gut klar. Also, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne, ja, wirklich genießt das Wetter. Und demnächst werde ich nochmal ein ganz anderes Video machen zu meiner Denkweise. Also, bis dann, tschüss.